Okay. Aber der erwacht doch gleich bestimmt zum Leben. Gesundheit voll. So. Ich weiß, wie das ist. Was machst du da drin? Wohin muss ich den Kurs jetzt setzen? Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Muss doch irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Elizabeth! Oh. Würde sie jetzt zulassen, ob ich den Vogel töte? Ich weiß es nicht. Weil letztendlich hält der Vogel sie ja gefangen. Auch wenn sie aus der Statue draußen ist. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Okay. Nein. Doch, nein. Doch. Versuch's doch. Okay, warte. Bitte sehr. Na, die beiden wieder. Okay. Wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das eh. Nein, okay, schnell. Ist das bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja. Doch. Noch einmal. Nein, versuchst du. Gut. Aufhören! Nein, das ist es nicht. Hört auf, ihr wisst nicht, was ihr tut! Na also. Nein, jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück, er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? What the fuck? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Comstock-Haus. Alte. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Die Augen zu. Hier ist etwas Geld. Okay, hier. Danke. Du schaffst das. Spring schon. Ich schaff es nicht. Tut mir leid. Ich liebe dich, aber ich kann es nicht. Na, wann stoßen wir Widerstand? Widerstand, Widerstand. Steht, wenn immer ein Widerstand steht. Was? Ja, okay, da vorne.
Alternativweg. Ich will bloß weg hier. Ich hab nichts getan. Was hast du da, Geldsack? Ja? Geh wieder durchgucken, Karabiner. Schrotflinte, ja, können wir eigentlich. Revolver, Panzerfaust. Schießeisen. Was ist denn das Schießeisen? Repetier. Was ist das? Brauchen wir Geld? Hier, Booker. Ja, ich habe irgendwas gesehen. Okay, den Moskit will ich haben. Okay, nein, wir können ihn nicht leise ausschalten, verdammte Scheiße. Errungenschaft freigeschaltet, Schadenlauf überreichen, wuhu! Was auch immer der macht. Nimm mal bitte den Karabiner. Nehme ich gerne. Also. Du bist tot. Danke sehr. Ach, da! Der hat den Riss die ganze Zeit verdeckt. Eigentlich wollte ich das Sneaky Peaky durch, aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wüsste auch nicht, wie ich das Sneaky Peaky hätte durch sollen, weil ich wollte den ja von hinten erdolchen und das hat nicht so geklappt. Ah, eine Wasserlache, okay. Na dann. Fertig. Okay, hier scheint soweit nichts zu sein, heißt, wir können weitergehen. So, Elizabeth? Das dürfte schnell gehen. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich, brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn, weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Fertig. Jonahhaft, Alter. Tell us, Prophet, do you see us coming? Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Nee. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen.
Ja. Kannst du das knacken? Sieht kinderleicht aus. Ich kann tatsächlich sagen, dass das Blut an unseren Händen klebt. Also seltsam ist. Bitte schön. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Hä? Wo kommen Sie denn jetzt her? Gehen natürlich erst dadurch, wo wir jetzt geöffnet haben, wäre sonst Spaß denn nicht. Huh! Ach, das ist das Schießeisen. Gib mir lieber mein Repetier wieder. Schrotflinten kann ich einfach nichts anfangen. Das sind nicht meine Freunde. Das hier ist schon mein Freund. Gut. Was ich mich frage, sind Duck Jumps eigentlich so von den Programmierern her gewollt? Weil, einfach mal um zu zeigen, so kommen wir ja hier nicht hoch. Wenn wir uns hier raufstellen und hinspringen, okay, kommen wir hoch. Aber Duck Jumps zum Beispiel in Counter-Strike sind die ja tatsächlich möglich. Sind die von den Programmierern gewollt oder war es nur ein Nebeneffekt, der letztendlich ziemlich cool wurde? Bitte sehr. Ich warte hier unten. Ist okay. Schrottflinte, Faser. Na gut, behütetes Leben. Du bist kurzzeitig unverwundbar, wenn du gesundheitliche Snacks oder Gesundheitskit erlangst. Oh, nehmen wir mit, braucht man nicht. Hier ist eine Leiter und wir brauchen tatsächlich so einen Haken, wollte ich mich verarschen. Das ergibt jetzt mal gar keinen Sinn. Gar kein. Okay, hier ist nichts. Ja. Diese Mann. Die töten auch wahllos einfach alles, weil sie jetzt voll mit Zorn und Hass sind und Waffen haben. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Quatsch. Da. Aber klar. Komm, Bewegung. Yo, ey, hallo mein Freund, öfter hier? So, wechseln mal keine Vampire jagen. Aber er ist ja schon tot, also. Beschweren wir uns mal nicht! Mal nicht! Fatal! Oh, Sole mio! Oh Gott, lass mir das. Ich hoffe, es klappt alles mit deinem Muschpult. Verschlossen. Mal sehen.